Hallo und willkommen bei MacManiacs. Ich bin Holger und heute geht es um die Wilfer WSP2A. Das ist eine Filterkaffeemaschine von Wilfer und die hat mein Hersteller für einige Wochen kostenlos zur Verfügung gestellt, damit ich sie über mittlerweile, glaube ich, 20 oder 25 Kaffeefiltertüten hinweg für euch testen konnte. Jetzt erfahrt ihr also, was sie kann, was sie nicht kann, wo die Vor- und Nachteile sind und ob sie tatsächlich den hohen ausgerufenen Preis wert ist. Die Wilfer WSP2A. Die schaut jetzt hier im Bild relativ klein aus, kommt aber in einem relativ riesigen Karton und da ist relativ viel Styropor drinnen. Das gefällt mir nicht ganz so gut. Da könnte der Hersteller definitiv nachbessern, was die Umweltfreundlichkeit angeht. In der Verpackung finden wir einen Schöpflöffel, eine Kelle, einen Kaffeelöffel, wie man das auch nennt. Der hat sogar eine kleine Skala drinnen für 10 und 5 Gramm. Das ist wichtig, um den Kaffee zu dosieren, dazu aber gleich. Was wir nicht in der Verpackung finden, ist leider eine Kaffeefiltertüte. Das kommt euch jetzt vielleicht ein bisschen doof vor, aber ich kam von einem Kaffeevollautomaten. Das heißt, ich hatte keine Filtertüten zu Hause. Das wiederum bedeutete, die Kaffeemaschine wurde angeliefert und dann musste ich erstmal in den Supermarkt starten, um Filtertüten zu kaufen. Verwendet werden ganz gewöhnliche Papierfiltertüten der Größe 1x4. Die bekommt man ja glücklicherweise in jedem Supermarkt und entsprechend ist es in der Anwendung auch ganz einfach. Aber bevor wir die Filtertüten verwenden können, müssen wir natürlich zuerst mal das Gerät in Betrieb nehmen und dazu gibt es bei diesem Gerät eigentlich kaum etwas zu sagen. Denn als erstes müsst ihr natürlich die ganzen Verpackungsmaterialien befreien und alles mal kurz unter klarem Wasser abspülen. Dann kommt Wasser in den Wassertank da hinten. Danach wird natürlich eine Filtertüte in den Kaffeefiltertütenhalter, den für den Münzeinwurf vorgesehenen Münzeinwurfschlitz, gehört hier nicht hin, in den Kaffeetütenhalter eingelegt und dann füllt ihr das Kaffeepulver ein. Das funktioniert alles natürlich, wie man es vielleicht auch schon von der guten alten Zeit kennt, als wir alle nur Filterkaffeemaschinen hatten. Das Ganze ist in der Praxis auch ziemlich gut umgesetzt. Ihr könnt hier also einfach dieses Teil rausziehen. Da habt ihr einen Deckel drauf und Kaffeefilter. Hier läuft mir gerade das ganze Wasser raus, weil ich natürlich nonstop hier am Kaffee kochen bin. Natürlich nur für euch. Kann auch sehr schön hier wieder eingesetzt werden, geht einfach, rastet ein, da wackelt nichts. Das ist also im Betrieb ziemlich praktisch gemacht. Vielleicht wäre es noch praktischer, wenn so ein kleines Scharnier für den Deckel drauf wäre, aber so kann man es besser in den Geschirrspüler packen. Apropos Geschirrspüler und Reinigung, gleich so viel dazu. Ihr könnt den Deckel, den Filtertütenhalter und die Kaffeekanne problemlos in den Geschirrspüler, in die Spülmaschine geben. Was ihr nicht in die Spülmaschine geben dürft, ist der Wassertank. Das ist aber verschmerzbar, den muss man ja auch nicht ständig reinigen. Bevor wir nun also den Kaffee brühen, will ich euch noch kurz das Design der Wilfer WSP2A zeigen. Einerseits natürlich haben wir hier diese Kanne, die ist aus Glas, das ist so ein Thermoglas, relativ dünn, da müsst ihr natürlich vorsichtig sein, dass ihr die nicht irgendwo unkontrolliert und fest auf eine Steinoberfläche in der Küche zum Beispiel stellt. Das Ganze hier ist, denke ich mal, gesteckt, dieser Plastikrand. Was auch so ein kleines Alleinstellungsmerkmal ist, ist dieses Teil hier, dieser Konus, der da runter geht, der sorgt dafür, dass der Kaffee direkt am Boden der Kanne landet und nicht einfach reinplätschert und sich dabei abkühlt. Finde ich ein nettes Detail. Dann haben wir natürlich diesen Filterhalter, den man ganz einfach hier rausnehmen kann, der hier unten ein Drehrad hat, um einstellen zu können, wie schnell der Kaffee durch den Filter läuft. Natürlich, wenn ihr mehr Kaffee zubereitet, dann stellt ihr das auf die entsprechende Wassermenge, die hier angegeben ist. Die gleiche Skala findet ihr natürlich auch am Wassertank. Der Wassertank hat aber auch noch eine Skala drauf, die euch sagt, wie viel Kaffeepulver, wie viel Gramm Kaffeepulver hier ihr in den Filter reingeben müsst. Finde ich sehr, sehr schlau gelöst. Das kann, wie gesagt, auch in den Geschirrspüler. Damit ist eigentlich alles zur Reinigung auch schon gesagt. Sehr, sehr einfach und unproblematisch. Dann haben wir hier dieses ganze Gerät, das in Edelstahl ausgeführt ist. Finde ich sehr, sehr toll gemacht. Wirkt unglaublich hochwertig. Wir haben eine Taste, die beleuchtet ist. Da steht Wilfer drauf. Ich fände es etwas besser, wenn hier vielleicht ein Standby-Symbol drauf wäre oder sonst was. Auf der anderen Seite muss man zugutehalten, dass sonst Wilfer nirgendwo am Gerät steht. Und bei den meisten Geräten hat man ja das Problem, dass ständig irgendwo überall ein riesiger Schriftzug aufgebrannt ist. In diesem Fall nur auf der einen Ausschalttaste, die dann auch noch schön hell leuchtet, so mit einem Weiß-Blau. Finde ich ganz schick gemacht. Dann natürlich im hinteren Bereich des Geräts haben wir den Wassertank. Der hat so einen kleinen Deckel hier drauf, den man einfach abnehmen kann. Der ist mit so einem großen Schraubgewinde festgeschraubt. Das ist der Vorteil, ihr müsst nicht irgendwo mit der Kanne Wasser in den Tank reinschütten, sondern ihr könnt den einfach abnehmen, haltet ihn unter die Wasserleitung und könnt den auffüllen. Das ist auch ziemlich praktisch gelöst. Gut, dann würde ich sagen, wie läuft jetzt also ein Brühvorgang ab?
Alle, die vielleicht schon etwas länger bei der Kaffeekultur mit dabei sind, die kennen Filterkaffeemaschinen. Da ist keine große Wissenschaft dahinter, auch bei dieser Maschine nicht. Die hat eine Pumpe eingebaut. Das ist vielleicht nicht so ganz typisch für Filterkaffeemaschinen. Die sorgt einerseits dafür, dass das Wasser sehr gleichmäßig durchgepumpt wird und wirklich über diesen gesamten Brühvorgang das Wasser gleichmäßig das Kaffeemehl benetzen kann. Der Hersteller ist der Meinung, dass es besonders guten Kaffeegenuss gibt. Dazu kommen wir dann gleich im Bereich, wie schmeckt der Kaffee aus der Bilfer WSP2A. Nichtsdestotrotz, ihr füllt also einfach Kaffee ein, Filter, zuerst Filtertüte, dann Kaffee in die Filtertüte, dann das Ganze zusammenbauen, Wasser einfüllen, Taste drücken. Dann dauert es nicht lange, dann kommt das Wasser durch. Der Hersteller wirbt damit, die Kaffeemaschine ist sehr, sehr leise. Es gibt trotzdem ziemlich viele Dampfgeräusche und Blubbergeräusche, speziell am Anfang des Brühvorganges. Aber insgesamt, ich meine, es ist eine Kaffeemaschine, also finde ich okay. Dann wird also das Wasser in diesen Filterträger hier eingefüllt und dann läuft es natürlich durch, brauche ich nicht viel dazu sagen. Und am Schluss habt ihr hier besten dunklen schwarzen Kaffee in der Kanne. Das wird dann bis zu 40 Minuten warm gehalten auf dieser Platte. Falls euch diese 40 Minuten zu kurz erscheinen, dann könnt ihr natürlich auch eine beheizte Kaffeetasse verwenden. Ich verlinke euch da oben in der Infokarte mal meine Review vom Ember Mug 2, einem beheizten Kaffeebecher, der ziemlich genial im Alltag ist. Was auch so ein kleines Novum der Bilfer WSP2A ist, ist ein Duschkopf, der hier oben in der Mitte im Bügel angebracht ist und aus mehreren Wasserstrahlen das Kaffeemehl möglichst gleichmäßig benetzen soll, damit sich das Aroma auch hier besonders gut rauslöst. Das finde ich eine nette Idee, vor allem gibt es da nicht so einen Wasserstrahl, der rauskommt, sondern eher verteilte Wassertropfen. Scheint in der Praxis ganz gut zu funktionieren. Eine weitere smarte Lösung, die Bilfer hier eingebaut hat, ist dieser Durchflussbegrenzer, denn den könnt ihr ganz einfach hier nach rechts drehen und damit wird der Wasserdurchfluss gestoppt. Das heißt, ihr könnt, wenn ihr ganz, ganz dringend um 5 in der Früh die erste Tasse braucht und die anderen zwei Tassen erst durchlaufen, dann könnt ihr hier das auf Stopp stellen, die erste Tasse aus der Kanne holen, ohne dass ständig Kaffee auf die Heizplatte tropft. Dann die Kanne drunter stellen und einfach wieder hier aufmachen, dann läuft der Kaffee weiter. Und das hält tatsächlich dicht, also da tropft es dann nicht ständig raus. Ihr solltet natürlich nicht vergessen, das auch aufzumachen, bevor ihr den Brühvorgang startet, sonst staut sich da ziemlich viel Wasser im Filter und das ist nicht so wirklich toll. Dann würde ich sagen, kommen wir zum wichtigsten Punkt jeder Kaffeemaschine. Wie schmeckt der Kaffee? Ich habe jetzt sicher 20 Jahre keine Filterkaffeemaschine mehr gehabt. Ich habe immer gesagt, ich will keinen Filterkaffee, ich will unbedingt Kaffee aus dem Vollautomaten. Ich muss aber zugeben, dass der Kaffee aus dieser Maschine, aus der Bilfer WSP2A mit dem unmöglichen Namen, sehr gut schmeckt. Ich habe da keinerlei Nachteile bei dieser Kaffeemaschine entdeckt. Mir schmeckt der Kaffee sehr gut. Natürlich habt ihr keine Crema. Natürlich könnt ihr nicht einfach mal kurz einen Espresso herstellen. Bei mir in der Praxis aber trinke ich zweimal im Jahr einen Espresso, meistens im Wirtshaus, aber eben in der Praxis zu Hause, in der Früh muss es viel Kaffee sein und da finde ich es wahnsinnig praktisch, dass ich gleich 3 Tassen, 4 Tassen auf einmal in dieser Kaffeemaschine zubereiten kann. Das ist natürlich kein Alleinstellungsmerkmal von dieser Kaffeemaschine, das können so gut wie alle Filterkaffeemaschinen, da füllt ihr viel Wasser rein und es kommt viel Kaffee raus. Was aber das Alleinstellungsmerkmal, zumindest in meinem Test ist, der Kaffee hat immer eine konstante Qualität, egal ob ich jetzt nur eine Tasse mache oder ob ich 5 Tassen mache, eben weil dieser Durchflussbegrenzer hier an die Wassermenge angepasst werden kann. Und ich muss auch sagen, diese Angabe von Kaffeepulvermenge, ich habe einen Dalmayer Kaffee verwendet, trifft es ganz gut, sprich 15 Gramm pro Viertelliter Kaffee. Das kommt in meinem Test auch ganz gut hin und ich bin vom Geschmack, den dieser Filterkaffee hat, tatsächlich begeistert. Schmeckt super, schmeckt mir im Alltag super und ich habe mich da jetzt durch sicher 20, 25 Brühvorgänge über die letzten Tage durchgehangelt und das ist sehr, sehr gut gegangen und gefällt mir ausgesprochen gut. Naja, das Design soll jedenfalls nordisch sein, falls ihr das noch nicht erkannt habt. Nordisches Design, ich weiß es nicht. Es ist aufgeräumt und schön jedenfalls. Mir gefällt es sehr gut. Schreibt mir vielleicht in die Kommentare, was ihr von der Maschine haltet. Wie gefällt euch das Design? Und ist es euch tatsächlich den hohen Preis? Nämlich aktuell bei Amazon, ich habe euch da auch für Amazon einen Link unten reingepackt, Affiliate-Link, ob euch die Maschine tatsächlich 349 Euro wert wäre. Denn das ist auch meinerseits der größte Kritikpunkt. 349 Euro für eine Filterkaffeemaschine ist verdammt viel Geld, auch wenn sie wunderschön aussieht, so wie diese hier. Aber ich wollte eigentlich etwas über die Smartness der Maschine berichten und die ist leider, ja, es gibt so ganz nette Gedanken wie diesen Durchflussbegrenzer, wie diesen Konus, der da in die Kanne reinschaut. Das ist alles super gut durchdacht, also von daher durchaus smart. Aber ihr könnt zum Beispiel nicht sagen, ihr schließt die an eine intelligente Steckdose an und steuert die dann über zum Beispiel den Sprachassistenten.
Wenn der Strom weg ist und der Strom wiederkommt zur Kaffeemaschine, macht die genau nichts. Also ihr könnt da nicht sagen, ihr steckt ihr darüber an, bereitet alles vor und um 6 in der Früh sagt ihr der Tante von Amazon oder von Apple, dass sie die Steckdose einschalten soll und dann geht die Kaffeemaschine an. Das kann sie nicht. Das finde ich unglaublich schade, denn das wäre richtig smart, wenn man einfach sagen könnte, okay, wenn Strom kommt, dann soll die gleich zu brühen beginnen. Einfach mit so einem kleinen Schalter zum Umlegen. Und ebenfalls weniger smart finde ich, dass man die Brüh- oder die Vorwärmdauer nicht einstellen kann. Und was ich mir eigentlich auch gewünscht hätte, wäre eine Möglichkeit, die Temperatur einzustellen. Denn der Kaffee kommt natürlich extrem heiß raus. Da hätte ich mir aber gewünscht, dass man zum Beispiel zumindest 2 Temperatureinstellungen halten kann. Also sehr heiß und nicht ganz so sehr heiß vielleicht für die Warmhalteplatte. Das wären so die Kleinigkeiten, die ich hier noch gerne nachgebessert gesehen hätte. Kommen wir also zum Fazit und ihr wisst, wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich riesig freuen, wenn ihr mir die Daumen nach oben hier lasst und den Kanal abonniert und natürlich auch das Glöckchensymbol anklickt, damit ihr benachrichtigt werdet, wenn ein neues Video erscheint. Fazit. Sie ist sehr, sehr teuer. Sie kostet 349 Euro. Wenn ihr sie kaufen wollt, unten Affiliate-Link für Amazon, dann bekomme ich ein paar Cent. Ich persönlich müsste ich mir eine Filterkaffeemaschine kaufen, würde mir diese Kaffeemaschine sehr gerne kaufen. Ich würde sie mir aber nicht leisten wollen, um 349 Euro. Das ist der größte Nachteil. Sie ist wunderschön, sie ist eine Bereicherung für jede Küche, finde ich jetzt persönlich vom Design her. Sie ist sehr solide gebaut, sie macht einen hochwertigen Eindruck, das Metall ist ganz toll verarbeitet, die Spaltmaße sind toll, der Tastendruckpunkt, den es nicht gibt, weil seine Sensortaste ist schön gelöst. Von daher alles super und natürlich auch, sie ist relativ leise, was den Brühvorgang angeht. Die Pumpe hört man fast gar nicht. Die Skalierung am Wassertank ist gut gelöst, ebenso die Angabe vom Kaffeepulver. Da also alle Punkte perfekt erfüllt. Sie ist relativ durchdacht für eine Kaffeemaschine, aber kein smartes Haushaltsgerät. Sie ist wunderschön, aber sehr teuer. Wie gesagt, würde mich interessieren, was ihr von der Kaffeemaschine haltet. Schreibt es mir unten in die Kommentare. Und in diesem Sinne, ich hoffe, das Video hat euch gefallen und wir sehen uns im nächsten Video von Macmaniacs wieder. Bis bald und ciao, ciao.